das ist jetzt mein erster Versuch, einen mehrstufigen Sender zu bauen. Mit diesem Putty hier schließen Arbeitspunkt des Oszillator-Transistors ein. Der Oszillator arbeitet auf diese Spule hier und auf einen 120-PF-Kondensator. Ich messe jetzt mal direkt am Ausgang des Kondensators, nämlich hier am 120-PF. Also am Ausgang des Oszillators am 120-PF-Kondensator. Und das zeigt das Oszi. So ein Signal. Gut, ist jetzt ein bisschen geringer durch die Kapazität des Tastkopfes. So sieht das Signal nach dem Oszillatorausgang aus. Dann geht das Signal über einen Trimmer auf die Basis des ersten Puffertransistors. Mal schauen, wie das Signal ausschaut. So schaut das Signal auf dem ersten Puffertransistor aus. Auch ziemlich Katastrophe noch. Dann weiter am Ausgang des Puffertransistors. Da ist das Signal schon viel stärker. Da schaut das Signal fast schon wie eine Sinus aus. 7 MHz, soweit ganz gut. Aber es ist keine schöne Sinus. Nach dem Ausgang geht es über Kondensator auf die Basis eines zweiten Transistors. Die Endstufe quasi. Und da schaut das Signal so aus. Es ist 7 MHz und es wird begrenzt jeweils. 1 Volt, also 1 Volt nach oben, schaltet der ein, 1 Volt nach unten schaltet der wieder aus. Der schaltet auch mit 7 MHz. Nach der Endstufe schließe ich immer auf dem Kollektor an. Die arbeitet auf einen Schwingkreis. Das ist die Spule hier. Danach sieht es schon fast aus wie eine schöne Sinus, aber eben nur fast. Danach kommt noch ein P-Filter. Das hier ist jetzt ein P-Filter und wenn ich nach dem P-Filter an der Antenne hier messe, das ist jetzt nach dem P-Filter, habe ich eine schöne, saubere Sinus. So 7 Volt plus, 7 Volt minus, schöne, saubere Sinus. Ja, so ein Filter bringt doch einiges.